Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Und wir befinden uns immer noch auf dem Weg, den ganzen Leuten hier aus Scarlet zu helfen. Und wenn wir jetzt mal auf unseren Questlog gucken, haben wir noch übrig: Finde heraus, wie du bessere Bedingungen für die Krankheit, für die Kranken und Verwundeten schaffen kannst und frage den Henker wegen des Mannes mit dem gebrochenen Bein um Rat. Ich denke mal, das machen wir als nächstes. Klingt auf jeden Fall erleuchtend. Ich weiß nämlich nicht, wen ich fragen soll, um das Ganze hier zu verbessern, weil sowieso hier niemand mit mir redet, weil ich alle umgebracht habe. So. Wir wollen nach Redtail. Oh Gott, jetzt habe ich Schluck auf. Oh. Ich habe gerade nur ein. Was? Feind? Oh Gott, nein. Ausweichen. Das war eine Wache. Wir haben. Was wollte ich sagen? Nein! Ich habe fliehen gedrückt! Ach Gott. Dreckige Wachen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Schluckauf hat mir den Hirnschaden verpasst, glaube ich. Ich habe doch nichts getan. Jedenfalls vor kurzem. Okay, wir holen mal unseren Bogen raus, ne? Okay, bleib Ergib stehen. dich! Seltsam. Plötzlich wieder nichts mehr von mir. So, gib mir mal dein Dörrfleisch und deine Groschen. Ich wollte schon Kronkorken sagen. Ja, bald beginnt auf meinem Kanal übrigens wieder das Fallout-Fieber. Im Herbst ist es soweit. Freut ihr euch auch genauso wie ich? Ich meine, das Ganze wird Multiplayer sein. Ich weiß doch nicht, wie ich das handhaben werde. Ob ich da großartig Zuschauer einladen werde, mit mir rumzulaufen. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt bis dahin. Und ich muss ein bisschen was abwerfen. Oder ich esse, ja. Ja, komm. Nee, Brot gibt mir auch Energie, ne? Ja. Ich bin zwar jetzt ein bisschen überfressen, aber das macht nichts. Gut, bring mich bitte dahin. Verlassen wir endlich mal die Stadt der Sünde, wie sie mich hassen. Oh, was war das denn? Überfall? Ja, gut, okay, ich halt an. Warte ab, ob deine Ganz schnell. Behandlung Wirkung zeigt. Oh, hat Wirkung gezeigt anscheinend. So. Ich werde mich mal ein bisschen entfernen von den Kollegen. Ich will nämlich nicht sterben. Ich werde dich finden. Oh Gott, ich habe keine Pfeile ausgerüstet. WTF. Gib mir mal die hier. Nein. Oh Gott, das ist doof. Wärst du nicht drauf? Haut rein, Kümmere Jungs. So, probieren wir es von hier aus nochmal. Das war Nummer Uno. Wo ist der zweite? Hallo? Ich will jetzt nicht beim Plündern getötet werden. Hä? Der zweite ist verschwunden. Na gut. Gib mir mal die Groschen, die du hast. Und die Pfeile nehme ich immer gerne. Pfeile sind immer gern gesehen. So, jetzt rüste ich. Ja, geben wir mal die. So, den Rest werden wir einfach reinlegen und dann ist gut. Ich will nicht zu viele Pfeile mitnehmen. So, in die Satteltasche. Davon habe ich nur einen, ne? Es sieht immer so aus, als hätte ich 130 davon, aber nein. Leider nicht. Das Pferd kann nicht mehr tragen. Oh Gott, wir müssen gleich ein paar Sachen verkaufen. Wieso bin ich jetzt überladen? Was soll denn das? Nee, ich möchte die Mönchskutte gerne behalten. Stattdessen. Aber was machen wir denn?
Ich muss unbedingt Zeug loswerden. Ich hab nur noch drei Sachen an. Was habe ich mit dem Rest gemacht? Was hat mein Pferd denn so Schönes dabei? Ein kumanischen Bogen 74? Haltbarkeit 61? Ich muss meinen Bogen wieder reparieren, ey. Tschüss. So, und stattdessen nimmst du mir ein paar Pfeile ab. 117 von den verbesserten Jagdpfeilen, alter Schwede. So, ich denke, für 60 Pfeile werden für den Anfang erstmal reichen. Das Pferd kann nicht mehr tragen. Ich wollte dich doch abwerfen. Egal. Wir verkaufen eh gleich noch ein paar Sachen. So. Dann bringen Sie mich nun nach Ratai, bitte. Vielen Dank, Sir. So, wir machen vorher noch einen kleinen Zwischenstopp und rasten, damit wir ein bisschen Schlaf kriegen. Denn wenn wir schon mal hier sind und hier auch eine Butze sich von mir befindet, dann können wir hier auch direkt schlafen, finde ich. So, hier ist auch irgendwo noch einer, der mir einen Questgeber organisieren kann. Ist das die Maid? Pass auf, wo du hingehst. Da, du. Gott sei mit dir. Du bist aber ein anderer als vorher. Braucht hier jemand Hilfe? Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Kann sein. Geh zu Hermann dem Henker, sofern du dich mit einem unehrbaren Außenseiter abgeben willst. Okay. Mach's gut. Zu dem wollte ich eh. Von daher passt. Quest hat sich anscheinend erst freigeschaltet, nachdem ich ihn kennengelernt habe, durch eine andere Quest. Ich habe keine Ahnung. Ist halt seltsam. So, schlafen wir mal ein bisschen. Wieso habe ich gerade eine Sattheit bekommen? Und dann wieder verloren? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wieso hat dieses Bett ein Komfort von 50, aber wenn ich zu Fuß, also wenn ich auf den Beinen stehe, habe ich ein Komfort von 75? Sind meine Beine so kuschelig? Ich glaube schon. Ich habe kuschelige Beine. Ich bin ein Mr. Flauschig. Der kann bestimmt auch stehen und hat Komfort. Der kann alles machen und hat Komfort. Der kann liegen, der kann auf einem spitzen Stein liegen und hat Komfort. Dämliche Katze. Bei ihm ist immer alles gemütlich. Was? Hallo? Das ist meine Butze! WTF? Guckt sie euch an, die essen einfach bei mir. So drückt ein eigenes Zuhause. So, abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich stinke wie sonst was, gehen wir einfach mal los. Ich könnte mich waschen, tu es aber nicht. Gucken, was passiert, wenn ich mich ewig nicht wasche. Wobei, als Dieb ist das, glaube ich, ein bisschen schlecht, wenn die Leute meinen Gestank schon 10 Meilen gegen den Wind riechen können. So, wir gucken noch mal kurz auf die Karte, wegen Quest. Frage den Henker wegen... Aber du warst doch gerade hier. Na gut. Wahrscheinlich schläft er in der Stadt. Ich habe keine Ahnung, was er nachts da macht. Was soll's. So, das ist das dritte Mal, dass wir irgendwas mit ihm zu tun haben. Das erste Mal haben wir den Schlüssel geklaut, das zweite Mal hat er so ein Frauchen hier. Und das dritte Mal, mal gucken. Viermal jetzt. Schon gut, Heinrich. Ich schätze, sie ist so besser dran. Hier, bitte. Ach, cool. Aber ich wollte eigentlich wegen was anderem. Aber Geld nehme ich auch. Ist alles in Ordnung? Was ist los? Die Leute in der Stadt reden über dich. Die scheißen auf mich. Das ist los. Was? Wer denn? Na, sie alle. Reiß dich zusammen, um Himmels Willen, ey. Herrgott, reiß dich zusammen und hör auf rumzuschimpfen. Scheiße. Und? Die haben Peter von Dauber, Georg Weiß und einen Kerl namens Herald, genannt Frost, geschnappt.
Das sind Schurken, die sie bereits seit Monaten jagen. Und nun wird eine große Hinrichtung vorbereitet. Die Leute werden von überall herkommen, um das zu sehen. Das ist doch gut für dich, oder? Wäre es, wenn ich der wäre, der es erledigt. Solltest du nicht alle hinrichten dürfen? Solltest nicht du alle Hinrichtungen in Ratai durchführen? Doch. Es ist sogar mein verfluchtes Recht. Du wirst nicht ersetzt, haben sie gesagt. Der Galgenberg ist nur eine Leihgabe. Man hat dich hintergangen? Die pinkeln dir ja mächtig ans Bein. Genau meine Worte. Wer wird sie hinrichten? Sie haben extra Henker Heinz aus Kuttenberg herbeordert. Es soll ein Riesenspektakel werden. Hab ich je eine Hinrichtung verbockt? Ich hab alle mit nur einem Schlag geköpft. Will der edle Herr eine Hängung hinauszögern, lasse ich sie minutenlang zappeln. Soll es schnell gehen, sind sie starr, sobald sie fallen. Und so dankt man's mir nach all den Jahren des Dienstes. Was könnten wir dagegen tun? Was können wir da machen? Nichts. Der edle Herr hat entschieden und aus. Dann wird es aber nächstes Mal noch schlimmer. Wenn du dich nicht wehrst, wird es nur noch schlimmer. Es ist so schon eine Demütigung. Dann bist du im Recht. Also wirst du doch wohl etwas dagegen tun können, oder? Sie haben den anderen Henker schon bezahlt. Und er ist bereits mit seinen Gehilfen eingetroffen. Wir können die Hinrichtung nicht aufhalten. Es sei denn, Heinz fällt tot um. Ich habe eine Idee. Vielleicht lässt sich das einrichten? Ich bin ein rechtschaffender Mensch. Was willst du damit andeuten? Nichts. Ach, rein gar nichts. Na, hoffentlich. Das Beste wäre, wenn er die Hinrichtung vergeigen würde. Der berühmte Kuttenberger Henker vermasselt die Aufgabe. Der Pöbel lacht ihn aus und dann fleht man mich an zu übernehmen. Den würden sie nie wieder einladen. Klingt gut. Wie stellen wir das an? Leider kenne ich die Strafen nicht. Die geben sie erst kurz vor der Hinrichtung bekannt. Und dann ist es zu spät, irgendwas gegen den Henker zu unternehmen. Der Vogt müsste etwas wissen. Müsste der Vogt nicht etwas wissen? Vielleicht. Aber ich glaube eher, dass nur Heinz das Urteil kennt. Ich habe da eine Idee. Hilfst du mir? Ich helfe dir. Natürlich. Großartig. Danke, Heinrich. Also, wo soll ich anfangen? Frag den Vogt, was die Verurteilten verbrochen haben. Und sieh dir dann die schwarzen Chroniken im Rathaus an. Sie reichen bis vor meine Zeit zurück. Du findest darin bestimmt ähnliche Straftäter und ihre Urteile. Du musst also Verbrecher finden, die ähnliche Missetaten begangen haben und ähnlichen Standes sind. Adlig oder von niedriger Geburt. So kannst du auf die Strafe schließen, die sie erwartet. Komm dann zu mir zurück und wir schmieden einen Plan. So machen wir's. Geht klar, Chef. Ja? Die Hinrichtung soll an meiner Richtstätte am Galgenberg stattfinden. Ich kann sie etwas hinauszögern, aber höchstens eine Woche. Ich behalte das im Kopf. Okay, wir werden das später machen. Da wir einen Zeitdruck haben, werden wir das auf jeden Fall als allererstes machen. Für diesen Zweck werden wir mal ganz kurz auf die Quest gucken, Gottes Hand abwählen und somit, wenn alle Stricke reißen, machen. Naja, okay. Wir haben als optionale Sachen oder nebenbei, finde ähnliche Fälle in den schwarzen Chroniken, frage den Vogt, weswegen die Gefangenen verurteilt wurden. Okay, das kriegen wir doch hin. Pass auf, was du da treibst. Hier gehen Leute. Ich stehe hier und warte auf mein Ladescreen. Sei froh, dass wir nicht in der Stadt der Sünde sind. So, also. Wir befinden uns nicht nur hier auf dem Weg. Bist Hallo, du nicht... Heinrich. Hi! Was geht, Kleiner? Ich find's gut. Ich find's fantastisch. Verdammt. Halt dich von den Leuten fern, wenn du nicht reiten kannst, du Tor! Halt's Maul, sonst töte ich dich. Ich find's cool, man ist halt in dieser Welt und man spielt, man lernt Leute kennen und die erkennen auch einen wieder und auch mit dem Henker, dass wir immer wieder zu ihm kommen, finde ich toll. Finde ich toll. Ich fühle mich echt schon ziemlich heimisch hier. Vor allem hier in Ratai. Gelobt sei Jesus Christus. Okay, warte, sorry. Ich hab was vergessen. Ferdinand. Inventar. Ich brauche Sachen, die ich verkaufen kann. So viele Pfeile. Ich glaube, Pfeile müssen wir gar nicht mehr klauen.
Außer natürlich die guten. Was haben wir überhaupt für Pfeile hier? 90 Schaden, 125 Schaden, hochwertiger Pfeil, aber habe ich nur 39 von. Wir haben 74 Spitzpfeile, die sind gar nicht mal so schlecht, ey. Also sollten wir mal in Betracht ziehen, 30 mitzunehmen für, ja, Eventualitäten. So, Rüstungen. Schwarzer Wappenrock, das ist doch meiner, oder? Nehmen wir den schwarzen Wappenrock wieder mit. Lederhandschuhe, nehmen wir den Scheiß hier alles noch mit. Ist ja nicht mehr geklaut, ne? Aber was wiegt hier so viel bei dir? Komm, wir verkaufen mal die ganzen Scheißbücher hier. War doch keine Sau mehr. Okay, so ein Kräuter können wir auch verkaufen, das ist immer noch geklaut. Glaskelch. Ja, Geweih. Ich weiß nicht, ob wir die nochmal brauchen werden. Karl der Vierte. Kelche. Bücher. So. Das kommt mal alles mit. Hier ist noch ein Kelch. Hier ist noch ein Kelch. Sehr schön. Nein, ich... Ich hasse es, wenn ich das tue. Nein. Zurück. Mach's gut. Also gut, ich möchte Dinge verkaufen. Und zwar haben wir... Ich will Dinge verkaufen. So. Und zwar haben wir hier einen Kumanenbogen, der kann weg. Ich weiß, der war besser, aber ich will einfach meinen... Ich kenne den Bogen und ich möchte ihn behalten. Ich werde wahrscheinlich gleich versuchen, mit dem Reparaturset das Ganze nochmal ein bisschen zu reparieren. Spitzhut, den Scheiß. Handschuhe trage ich gerade halt. Ich trage Schuhe, Beinlinge, aber keine Handschuhe. Ja gut, dann muss ich die behalten. Mönchskutte behalten wir auch. Das Brot vergammelt. Nein, ich will weiterhin verkaufen. Vermögen des Händlers 100? Oh nein, die haben das gebugfixt. Naja, ich habe jetzt genug Geld. Scheiß drauf, ich gebe ihm trotzdem. Nein, ich werfe das alles weg. Hier, komm. Ich brauche eh kein Geld mehr. Scheiß auf alles. Hier, Freunde, ich habe für euch ein paar sehr tolle Sachen. Ich habe Bücher für euch. Nehmt sie euch, solange sie noch warm sind. Ich brauche überhaupt kein Stuff mehr zum Verkaufen. Ich habe so viel Geld. Stattdessen mache ich hier mal für alle, die arm sind, eine kleine Gabe. Damit sie sich endlich was leisten können. Hier, den Scheiß brauche ich auch nicht. Weg damit. Hier. Gräser und Kräuter haben wir auch durch. Alles, was wir nicht brauchen, kann hier weg. So, kleines Schmiedeset. Ich würde gerne meinen Bogen verbessern. Dieser Gegenstand ist zu beschädigt, um mit... Naja, gut, dann... Das Schwert ist aber noch zu 100% fit. Ja, keine Ahnung. Ich habe es trotzdem gemacht. Wir nehmen ab sofort nur Dinge mit, die wir brauchen. So sehe ich das. Ich sehe nämlich keinen Sinn mehr darin, irgendwas mitzunehmen, was ich verkaufen kann. Weil der Bug eh gefixt wurde. Ich meine, ich habe das Geld habe ich schon, also... So ist es nicht. So. Sehr schön, ich bin immer noch überladen. Kumanischer Bogen. Na gut, nehmen wir den. Scheiß drauf. Gut. Dann kommt das alles noch weg. Ziehe ich das hier wieder an. Ich muss auf jeden Fall gleich zum Ledermeister Sachen reparieren. Und du kommst in die Satteltasche. Wie sieht's mit meiner Sattheit aus? So. Weg damit, weg damit. Ja gut, das hätte ich behalten können. Aber egal, jetzt habe ich es weggeworfen. So, in die Satteltasche. Ich habe 25.000. Das reicht für Jahrhunderte. Oh, Pferd kann schon nichts mehr tragen.
Naja, ich denke, ich hab, jetzt habe ich genug weggeworfen und so weiter. So. Ein wahrer Hochgenuss. So frisch sind sie. Hier war der Schneider. Hey, Herr Schneider. Ich brauche mal deine Hilfe. Ich finde es immer wunderschön, wie du da stehst. Soll ich mich bücken? Verdammt. Was? Gott sei mit dir. Reparatur. So, Handel abschließen. Ich muss nicht mehr großartig falschen. Gott behüte. Okay, ist alles repariert. Sehr schön, vielen Dank. Gut, dann gehen wir einfach mal direkt zum Vogt. Und fragen ihn mal, was Sache ist hier. Hey. Hey. Rede mit mir. Hey. Ignoriere mich nicht. Hallo. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Wie ich hörte, soll eine große Hinrichtung stattfinden. Ich hörte, dass eine große Hinrichtung stattfinden soll. Allerdings. Das wird ein glorreiches Spektakel für die Stadt. Jahrelang wird man darüber reden. Wer wird hingerichtet? Die schlimmsten Verbrecher und Geächteten weit und breit. Peter von Dauber, Georg Weiß und Frost Herald. Was haben sie getan? Frag lieber, was sie nicht getan haben. Haben im ganzen Land Ärger gemacht. Peter von Dauber. Sollte ich mir das aufschreiben? Ich habe keinen Stift und Papier hier. Ich versuche mir das zu merken. Werde ich eh nicht hinkriegen. Wer ist Peter von Dauber? Ein Adliger, der sein Vermögen verlor, hat monatelang Händlern aufgelauert. Das war alles? Anfangs ja. Aber dann schrie seine Bande nach Blut. Sie töteten einen ganzen Trupp, der sie jagte. Der Mann wird nicht ungeschoren davonkommen. Okay, Peter von Duba, okay. Viel getötet. Was kannst du mir über Herald sagen? Er wird Frost genannt, weil er eiskalt daherkommt, bis er loslegt. In meinem Leben habe ich viele Mörder gesehen, aber dieser hat den Teufel im Leib. Weshalb? Es heißt, nur die Schreie und das Gewimmer seiner Opfer können ihm je ein Lächeln entlocken. Dieses Tier tötet zum Vergnügen. Als sie ihn erwischten, hatte er eine Kerze aus einem Kinderarm dabei. Bringt Glück, meinte er. Himmel! Heilige Scheiße. Okay, der Teufel, Herald. Was ist mit Weiß? Keiner weiß, woher er eigentlich kam, aber es heißt, das Morden begann mit ihm. Er hinterlässt nie Zeugen. Eher löscht er ein ganzes Dorf aus, als das Risiko einzugehen. Aber woher wisst ihr denn, dass er es war? Hab Dank, Vogt. Gott behüte dich. Okay. Ja, dann schnüffeln wir in seinen Büchern rum, weil er hier gerade nicht da ist. Perfektes Timing, würde ich sagen. In den schwarzen Chroniken. Aber wo finde ich denn die verdammten schwarzen Chroniken? Oh, schwer. Nee, das geht noch, das kriegen wir hin. Das ist ja gar kein Problem. Empfindlichkeit runterstellen von der Maus. Ist ja nicht lustig, dass man die Empfindlichkeit runterstellt, sondern es ist einfacher. Ich bin sehr froh, dass ich so eine Maus habe, wo es einfach so geht. Ich bin ein Cheater. Haha, ich nutze das Spiel immer aus. Oh, schön. Gucken wir mal hier rein. Ich meine, wir müssen es eigentlich nicht. Aber einfach nur, um den Fortschritt zu haben. So. Nehmen wir die Verbände mit. Und das Hundeleder. Auf jeden Fall. Und das allgemein das Leder ist immer ganz gut. So, okay. Dann das nächste Schränkchen geknackt. Zack. So. Unterwäsche. Sonntagskleid. Kann ich eh nicht anziehen. Wozu gibt es überhaupt Frauenkleider, wenn man sie nicht anziehen kann?
Man kann hier doch nicht mal eine Frau spielen. So, sehr schwer. Ach, sag bloß, wir müssen da rein. Ich weiß ja nicht mal, ob wir da rein müssen. Das ist ja das Problem. Und sehr schwere Sachen kann ich nun mal nicht knacken. Es ist so bitter. Sitzurkunde. Ah, die wollten wir doch eh haben. Dankeschön. Ich probier's. Kann nur schief gehen. Oh mein Gott, ich schaffe es. Ich schaffe schwere Sachen zu knacken. Nur wegen der Mausempfindlichkeit. Nice. Und genau hier muss ich hin. So. Gucken wir uns hier weiter um. So, Buch des Henkers der Stadt Rattay. Im Jahr des Herrn 1390 und in den Jahren danach unter der Herrschaft König Wenzels IV. In Böhmen hat Herr Heinrich von Leipa, der einzige Älteste der Provinz und Richter über die Rebellen gegen die Krone, in diesem Buch die Namen derartiger Personen und die Art der Qualen vermerkt, die ihnen vor ihrem Dahinscheiden aus dieser Welt durch die Hand des Henkers rechtmäßig zugefügt wurden. So, Jan der Müller aus Patzau gestand mit Hilfe von Janek, hast du nicht gesehen, aus Poschna und jemand namens Holfeck die Mühle in Buschendorf ausgeraubt, keine lebendige Seele zurückgelassen und das Diebesgut im Wirtshaus von Peter Poschna verprasst zu haben. Derselbe Jan sagte aus, dass sie das aus der Mühle gestohlene Eisen an einen gewissen Händel genannt, ein Auge Zimmermann in der Nähe von Patzau verkauft haben. All das gestand er ohne Folter. Jan der Müller wird als Gemeiner zum Tode durch den Strick in Rattay verurteilt. Es klingt so ähnlich wie einer von unseren, ne? Der junge Pribiek Schibal erzählte herum, dass Maschik, Bruder des Bürgers Hünko aus Velimovitz, zusammen mit, was sind das für Namen? Hast du nicht gesehen, aus Bohov und Hinka aus Schelnitz einen Diebstahl begangen haben. Derselbe Pribiek sagte zudem, Maschik habe das Schwert von Matzek, dem Zimmermann, genommen und es unter seinem Mantel versteckt fortgeschafft. Des Weiteren erzählte er Martin, auch Amsel von Scheschnitz genannt, habe ihm Schutze der Dunkelheit zwei Flüge mitsamt deren Flugscharren von den Feldern gestohlen und sie Nikolaus verkauft. Pribiek Schabal wusste von diesen Vorgehen und meldete sie nicht. Für die Beihilfe zum Diebstahl bezieht er 30 Schläge mit dem Stock. Wow. Wie viel ist hier denn? Ah, nicht so viel, okay. Also gut, wir haben hier auf jeden Fall Tode durch den Strick. Das klingt schon mal wie einer. Okay. Teletz gestand einen Frauenmantel von Hausherren Sorena gestohlen und ihn in Beneschau verkauft zu haben. Des Weiteren stahl er das Pferd von Nicholas aus Brezi und verkaufte es in Pribram. Dann raubte er mit Matzik Hunde drei Ochsen und den Mantel der Hausherrin von Hast du nicht gesehen. Er sagte zudem, dass der Schiebkow-Sohn Ondrej aus Stratzowitz für ihn die Heuhaufen und den Kuhstall von Pribek dem Stallmeister angezündet und niedergebrannt habe. Außerdem gestand er mit Michalets und seinem Komplizen zwei Pferde aus Mitschonitz gestohlen zu haben und sagte, dass Pribek aus Nüviklau ein Pferd von einem gewissen Jan entwendete. Auch erzählte er, Schlapp aus Beneschau habe für sie vorher die Lage ausgekundschaftet und ihnen alles für Münzen abgekauft. Dafür, insbesondere für Brandstiftung, wird Teletz ertränkt. Brandstiftung. Hatten wir Brandstiftung? Ich weiß es nicht. Ertränkt. Okay, Brandstiftung, ertränkt. Reicht es, wenn ich das Ende angucke? Als Freiherr von Leipa wurde er zum Tode durch das Schwert verurteilt. Na gut, wir müssen das lesen. Kubin genannt der Bock, Freiherr von Milolitz, gestand sich gemeinsam mit Nikolaus und Blahut aus
hast du nicht gesehen, den Diebstahl eines Pferdes, welches ein Mönch aus Stribro in Mytha sein eigen genannt hatte, schuldig gemacht zu haben. Darüber hinaus sagte er aus, Levitz und dessen Sohn Jan hätten den Mord am Vogt von Hulu 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 und vielzähligen Diebstählen begangen. Auch erzählte er von George, dem Bruder von Mikesh. Dieser soll mit ihm gestohlen und einen Händler für dessen Wertsachen getötet haben. Kubin führte sie bei dieser Tat an und gab sich auch dem Morden und Plündern hin. Als Freiherr von Leper wurde er zum Tod durch das Schwert. Okay, Morden und Plündern hatten wir, glaube ich, auch. Okay. Martin aus Bicek genannt, der Hirsch, sagte aus, auf dem Heimweg von Meißen einen Händler ausgeraubt und ihn daraufhin gefallen am Diebeshandwerk gefunden zu haben. Deshalb entschied er sich, Missetaten wie diese gemeinsam mit seinem Spießgesellen Jan Massa in der Provinz fortzuführen. Um besagte Missetaten mit noch größerem Erfolg auszuüben zu können, töteten sie drei schwangere Weiber in Krudim und in anderen Städten, schnitten Föten aus ihren Leibern und entnahmen diesen Herz, Lunge und Leber. Die Eingeweide kochten sie in der Teufelsschenke in Böhmen und verzehrten sie, da diese ihnen mehr Kühnheit und Kraft für ihre schändlichen Taten verleihen sollten. Dafür haben sie mehr als nur den Tod verdient. Ihr Fleisch wird zerrissen, ihre Augen herausgebrannt und ihr Körper von Richtrad zermalmt. Okay, da haben wir den dritten. Cool. Was haben wir hier noch? Wurde lebendig begraben, worauf man ihr einen Pfahl durchs Herz trieb, auf das sie nicht als Wiedergängerin... Okay, das müssen wir auch nochmal lesen. Anna aus Strachowitz genannt, Surena, sagte aus, ihr Kind ermordet und ihren Nachbarn Jan Kostitz dazu gedrängt zu haben, ihren Ehegatten zu ermorden. Dieser verkaufte daraufhin mit ihrer Hilfe die Ochsen und hegte die Absicht, den Hof für seine Zwecke zu nutzen. Anna Surena wurde lebendig begraben, worauf man ihr einen Pfahl durchs Herz trieb und auf das sie nicht als Wiedergängerin aus dem Grabe wieder aufersteht. Okay, das ist eh die letzte Seite. Tonda, ein Bauerngehilfe aus Vlvl, sagte am Kar-Samstag unter Folter aus, gemeinsam mit Heinz aus Uschitze, auch Hinkender Heinz genannt, der Hinkender Heinz, Bildstöcke gestohlen zu haben. Auch gestand er auf dem Weg nach Tallenberg den Vogt um 5 Pferde und Kostbarkeiten im Wert von 5 Groschen erleichtert zu haben. Wobei auch ein Hühneck genannt Stinker zugegen gewesen sein soll. Er gab außerdem an, sich auch weiterhin in Gesellschaft des besagten Hühneck in den Wäldern um Letschko aufgehalten zu haben. Tonda wird den Diebstahl ein Ohr abgeschnitten. Das ist ja cool. Ach, die alten Kollegen. Ich setze mich mal hier hin. So, also, wir haben Inventar. Was kann ich denn hier machen? Kann ich mich hier hinsetzen und... Ja, ich kann Bücher lesen. Cool. Wieso nicht? Ich habe mein Lesen verbessert. Gut. Also wir haben durch den Strick, durch den Schwert und Augen rausgerissen. Oder den ganzen anderen Kram. Oder Augen rausgebrannt. Gut. Damit müssen wir nur noch zu unserem Freund kommen und alles ist gut. Aber Freunde, das wird erst morgen passieren, weil wir eine halbe Ewigkeit gelesen haben. Wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge wieder und dann gucken wir mal, dass wir die Hinrichtung sabotieren. Haut rein, euer Zero. Und tschüss. Ah, da kommt er gerade wieder.